Warum fallen ausgerechnet hochsensible Menschen besonders oft auf Narzissten rein? Warum werden ausgerechnet sie, die über so feine Antennen verfügen, von Narzissten getäuscht und ausgenutzt? Und wie steht's bei Ihnen? Haben Sie vielleicht einen Hang zur Hochsensibilität, von dem Sie gar nichts wissen? Einen Hang, der Sie ins Visier von Narzissten rückt und Ihre seelische Gesundheit in Gefahr bringt? Dieses Video wird Ihnen fundierte und auch überraschende Antworten liefern. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Spiegel-Bestsellers Den Netten beißen die Hunde und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durchs ganze Jahr Tag für Tag begleitet. Link unter diesem Video. Es scheint ja wie ein Widerspruch, dass ausgerechnet Hochsensible ins Netz von Narzissten gehen, doch es ist kein Widerspruch. Es ist eine logische Konsequenz, denn was sucht ein hochsensibler Mensch in der Außenwelt? Er sucht nach Kontakten, nach Beziehungen, die unter die Oberfläche gehen, die tief und die innig sind. Aber genau das ist im Alltag einer kalten und einer hektischen Welt nur sehr schwer zu finden. Die meisten Menschen, die hören immer nur mit einem Ohr zu, die sind mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt und wenn doch mal ein Gespräch zustande kommt, dann ist es etwa so tief wie eine Pfütze und es kommt über oberflächliche Themen kaum hinaus. Völlig klar, welche Folgen das für hochsensible Menschen hat. Die fühlen sich oft allein. Auch wenn sie sich in einem Raum voller Menschen befinden, fühlen sie sich von den anderen abgetrennt, wie auf einer einsamen Insel, als gehörten sie nicht ganz dazu. Und jetzt überlegen Sie mal aus Sicht des Narzissten, welche Chance das bedeutet. Da befindet sich jemand auf einer ziemlich einsamen Insel, da fühlt er sich von der Welt nicht richtig verstanden, da sehnt er sich nach Wärme, nach Zuwendung, nach tiefem und aufrichtigem Kontakt. In einem Bild gesprochen, da schwimmt ein ausgehungerter Fisch durch den Teich und der Angler, der Narzisst, weiß genau, mit welchem Köder er ihn kriegen kann. Und was wird er deshalb anbieten? Klar doch, genau diesen Köder. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, warum Narzissten sich so gern auf Hochsensible stürzen. Ich werde Sie vor den drei wichtigsten Gründen warnen und ich sage Ihnen danach, wie Sie sich effektiv vor Narzissten schützen können, und zwar nicht nur als hochsensibler Mensch. Der erste Grund, warum sich Narzissten so gern auf Hochsensible stürzen. Die Narzissten, die wissen genau, was sie tun können, um den Hochsensiblen um den Finger zu wickeln. Zwar sind Hochsensible richtig gut darin, Lügen zu durchschauen, aber die meisten Narzissten, die sind noch besser darin, Lügen als Wahrheiten zu tarnen. Was wird der Narzisst also tun, um einen Hochsensiblen um den Finger zu wickeln? Er spielt ihm vor, der lang ersehnte Seelenverwandte zu sein, also derjenige, der ähnlich wie der Hochsensible tickt, der ähnlich wie der Hochsensible unter der Kälte dieser Welt leidet und derjenige, der nun endlich sein passendes Puzzlestück in der Welt gefunden hat. Der Narzisst wird in der Anfangsphase zuhören wie kein Zweiter. Er wird den Eindruck erwecken, alle Gedanken, Sorgen, Probleme des Hochsensiblen zu teilen und er wird volles Verständnis dafür haben, was der Hochsensible denkt und empfindet. Er wird zuvorkommend sein, er wird charmant sein, er wird Geschenke machen, er wird Komplimente machen, er wird sich vollkommen auf den Hochsensiblen konzentrieren, ihn zum Mittelpunkt des Universums erklären. Und weil ein hochsensibler Mensch zu großer Dankbarkeit neigt, zu Vertrauen neigt, zu Gutherzigkeit neigt, deshalb wird er auf das Beziehungskonto des anderen immer mehr Pluszeichen, Pluszeichen, Pluszeichen setzen. Dieses Spiel, das währt so lange, bis der Hochsensible sich so richtig in den anderen vernarrt hat. Vielleicht in eine tiefgehende Freundschaft, vielleicht, das wäre noch schlimmer, vielleicht in eine tiefe Verliebtheit oder gar Liebe. Ich sage Ihnen gleich, welche zweite Sache den Hochsensiblen daran hindert, diese Beziehung wieder zu verlassen, sobald der Narzisst sein wahres Gesicht zeigt und am Ende erfahren Sie, was Sie perfekt vor Narzissten schützt. Vorher möchte ich auf eine wichtige Frage eingehen. Wie schafft es ein Narzisst überhaupt, ein so perfektes Schauspiel aufzuführen? Wie kann ausgerechnet er, der zutiefst egozentrisch ist, einen sozialen Menschen geben? Wie kann er, dem es nur um die eigenen Interessen geht, wie kann er so gut sein Interesse am Hochsensiblen signalisieren? Und wie gelingt es ihm, sogar die feinsten Signale des Hochsensiblen zu entschlüsseln, obwohl man Narzissten doch nachsagt, dass sie den ganzen Tag nur mit sich selbst befasst sind? Die Antwort ist einfach.
Ein Narzisst, der lernt von früher Kindheit an, wie er sich so verstellen kann, dass die anderen seine Wünsche erfüllen. Denn viele Narzissten wurden in lieblosen Elternhäusern aufgezogen. Sie wurden von ihren Eltern weitgehend ignoriert und mussten nun Wege finden, die Aufmerksamkeit der Eltern eben doch noch auf sich zu lenken. Aber was kann ein Kind tun, wenn der Papa zum Beispiel mehr am Handy interessiert ist als an seinem Kind? Oder wenn die Mutter lieber in einer Zeitschrift blättert, als das Kind nach seinem Schultag zu fragen? Das Kind sieht da nur einen Weg. Es muss die Bedürfnisse seiner Eltern herausfinden und dann tun, dann erzählen genau das, was die Eltern heimlich wollen. Beispiel: Das kleine Kind spürt, dass die Eltern geltungsbedürftig sind und gern gut vor anderen Menschen dastehen. Also erzählt das Kind, wie es vom Lehrer vor der ganzen Klasse gelobt und als Vorbild dargestellt wurde. Und es merkt, dass die Eltern darauf anspringen, es loben und mehr wissen wollen. Also erzählt das Kind immer wieder Geschichten, in denen es gut dasteht, auch wenn gar nichts davon wahr ist. Es geht nicht um den Wahrheitsgehalt der Geschichte, es geht um die Manipulation der Eltern, um die Aufmerksamkeit, die das Kind auf diesem Weg gewinnen will. Oder das Kind bemerkt: Meine Eltern, die haben große Angst vor Krankheiten. Also fasst es sich an den Bauch und es schreit laut auf, es wälzt sich am Boden. Und schon ist ihm für ein paar Tage die Aufmerksamkeit der Eltern sicher. Wieder manipuliert das Kind die Eltern, indem es sie psychologisch durchschaut. Und jetzt malen Sie sich bitte einmal aus, zu welcher Meisterschaft ein Narzisst es bringt, wenn er ein solches Verhalten im 4. oder 5. Lebensjahr beginnt und es bis in seine hohen Lebensjahre praktiziert. Er wird bei jedem Menschen spüren, welches die Schwachstelle ist. Und er hat so viel schauspielerisches Training durchlaufen, dass ihm fast niemand mehr das Wasser reichen kann, dass ihn fast niemand mehr durchschauen kann, nicht mal ein feinfühliger, hochsensibler Mensch. Und da bin ich schon beim zweiten Grund, der Hochsensible zu leichten Opfern für Narzissten macht. Denn wie agiert ein Hochsensibler selbst? Er ist anständig im Umgang mit anderen Menschen, er hat hohe moralische Ansprüche an sich selbst und er nimmt seine eigenen Bedürfnisse lieber mal zurück, als dass er einen anderen überfordert. Hochsensible Menschen, die werden von moralischen Idealen geleitet und weil sie selbst es sich niemals vorstellen könnten, einen anderen Menschen in eine Falle zu locken, weil sie es sich niemals vorstellen könnten, nur für ihren eigenen Vorteil einzutreten oder gar zu lügen oder zu betrügen, deshalb kommen sie es gar nicht auf die Idee, dass ein anderer so ticken könnte. Wir alle messen doch die Welt mit unseren eigenen Maßstäben und wer in sich nichts Bösartiges, nichts Kriminelles hat, der sieht auf dem Auge der Bösartigkeit und der Kriminalität naturgemäß unscharf. Ein Vergleich macht das noch deutlicher. Jemand, der sich selbst für seltene Insekten interessiert, der hat diesen Sommer das vermehrte Aufkommen der Hirschlausfliege bemerkt, weil er dafür sensibel ist. Aber jemand, der mit diesem Insekt nichts am Hut hat, dem ist das ganz bestimmt nicht aufgefallen, auch wenn diese Fliegen um ihn herum und um seine Nase geschwirrt sind. Wahrscheinlich ist er nicht mal in der Lage, eine Hirschlausfliege zu erkennen. Wer sich als hochsensibler Mensch mit der Manipulation nicht auskennt, der neigt dazu, diese Manipulation bei einem Narzissten zu übersehen. Er setzt beim anderen seine eigene Gutmütigkeit, seine eigene Gutherzigkeit, seine eigene Ehrlichkeit voraus. Und ich nun zum dritten fatalen Grund komme, der Hochsensible so anfällig für bösartige Narzissten macht, stelle ich Ihnen die Frage: Was passiert, wenn der Narzisst beginnt, sein wahres Gesicht zu zeigen? Wenn er zum Beispiel die ersten spitzen Bemerkungen ausspricht, so sagte er, nachdem der Hochsensible eine vorsichtige Kritik an ihm angedeutet hat: Du solltest dich mal fragen, ob mit dir was nicht in Ordnung ist. Du reagierst ganz merkwürdig. Oder er setzt den Hochsensiblen herab mit ungünstigen Vergleichen, zum Beispiel: Wenn ich sehe, was ich schon erreicht habe, hast du wirklich noch einen weiten Weg vor dir. Wie reagiert ein hochsensibler Mensch darauf? Im ersten Moment könnte man meinen, er, der so leicht verletzlich ist, er wird sich jetzt zurückziehen in sein Schneckenhaus, wird den Narzissten aus seinem Herzen verbannen. Aber das Gegenteil ist wahr. Denn hochsensible Menschen, die neigen zu einer großen Treue. Und weil der Narzisst bis dahin schon so viele Pluspunkte, Sie erinnern sich, gesammelt hat, weil er, wie die Hochsensiblen meinen, ihnen bis dahin schon so viel Gutes getan hat, deshalb sagt sich der Hochsensible:
Ja, das war jetzt bestimmt nicht so gemeint, der hat heute einfach einen schlechten Tag. Oder er sagt sich, weil er zu Selbstkritik neigt, ja, vielleicht ist das eine wichtige Rückmeldung, vielleicht stimmt mit mir tatsächlich etwas nicht. Statt den Fehler also beim anderen zu suchen, beim Narzissten zu suchen, entschuldigt er den Narzissten oder er gibt sich selbst die Schuld für das, was passiert. Und genau dieses Verhalten, das spielt dem Narzissten natürlich sehr in die Karten und es lädt ihn ein, weitere, immer härtere Attacken zu fahren. Am Ende kann es sein, dass der hochsensible Mensch zu einem Häuflein Elend zusammenschrumpft und dass derjenige, der ihn so niedermacht, der Narzisst, ihm das auch noch als eine seelische Gesundungskur unterjubelt, Motto, jemand muss dir einfach mal die Wahrheit sagen, ich meine es nur gut damit. Und ehe ich zum dritten Grund komme, der Hochsensible in die Arme von Narzissten treibt, ein Tipp in eigener Sache. Ich kann Sie täglich auf Ihrem Weg durchs Leben begleiten und stärken, auch gegen Narzissmus. Und das geht so. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung, Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video, machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Und jetzt bin ich beim dritten Grund, der Hochsensible oft davon abhält, Narzissten in ihre Schranken zu verweisen. Denn hochsensible Menschen brauchen sehr viel Zeit, um die vielfältigen Reize zu verarbeiten, die jeden Tag auf sie einströmen. Das sind die Gefühle, die sie für den anderen empfinden, das sind die Taten, die sie von ihm sehen, die Worte, die sie hören und das sind vor allem die eigenen Gedanken, die im Kopf Achterbahn fahren. Wenn der Narzisst sich eine Bösartigkeit erlaubt, wenn er zum Beispiel etwas Beleidigendes ausspricht in einem Gespräch, zum Beispiel, du nimmst immer alles persönlich, als wärst du noch ein Kleinkind, dann sind Hochsensible oft nicht zu einer Antwort in der Lage. Denn der eigene, eher langsame Kopf, der viel Zeit zum Verarbeiten der ganzen sinnlichen Eindrücke braucht, dieser Kopf, der sieht in der ersten Sekunde noch nicht klar. Eine Stimme sagt vielleicht, das darfst du dir nicht von ihm gefallen lassen. Eine andere Stimme sagt, er hat ja recht, ich bin viel zu empfindlich. Und wieder eine andere Stimme sagt, gib jetzt keine unüberlegte Antwort, denk erst mal nach. Und so weiter. Die Folge ist eine Lähmung, die Kräfte, die heben sich auf. Der Narzisst, der hat bei hochsensiblen Menschen oft ein leichtes Spiel, er hat es oft mit Opfern zu tun, die er angreifen kann, ohne dass sofort eine Gegenwehr, ein Rückschlag kommt. Und wenn er mit einem Angriff Erfolg hat, was tut er dann? Klar, er legt gleich noch einen weiteren Angriff nach, was den Hochsensiblen immer mehr in eine Gefühlsstarre treibt. Das klingt jetzt vielleicht unlogisch, dass ausgerechnet ein so viel fühlender Mensch wie ein Hochsensibler in eine Gefühlsstarre verfällt. Aber das ist absolut logisch. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Tür, durch die Gedanken schreiten müssen, um zu Gefühlen zu werden. Erst ist also die Kognition da, der Gedanke, und dann entsteht aus der Kognition das Gefühl. Wer zum Beispiel denkt, hier drängt mich jemand in die Ecke, der lässt dadurch ein bestimmtes Gefühl entstehen, zum Beispiel Angst. Aber jetzt stellen Sie sich vor, auf diese eine etwas zu enge Tür stürmen zur gleichen Zeit 10, 20 Gedanken zu, dann kommt es zu einer Verstopfung. Dann kommt kein einziger Gedanke mehr durch und deshalb herrscht ein Gefühlsvakuum vor. Und dieses Vakuum, diese fehlende Wehrhaftigkeit, die nutzt der Narzisst mit Vorliebe aus. Gleich sage ich Ihnen, wie Sie als hochsensibler Mensch einen Narzissten rechtzeitig erkennen können. Vorher eine kurze Analyse. Narzissten und Hochsensible ziehen sich aufgrund ihrer komplementären Charakterzüge an. Sie ergänzen sich heimlich. Der Narzisst weiß immer alles besser. Der Hochsensible, der zweifelt an seinen Erkenntnissen und er sucht unbewusst nach einem Wegweiser. Der Narzisst sucht eine Seele, die er manipulieren kann. Der Hochsensible nach einem Seelenpartner, den er vertrauen kann. Der Narzisst ist manipulativ und lügnerisch. Der Hochsensible macht es gern anderen recht und fügt sich ihren Wünschen, was ihn für den Narzisst natürlich ungeheuer attraktiv macht.
Der Narzisst sucht nach einem Menschen, den er isolieren und ganz für sich allein beanspruchen kann. Und der Hochsensible, der fühlt sich oft schon allein auf der Welt und wünscht sich ein eigenes Universum mit einem vertrauten Menschen. Sie sehen schon, da gibt es einiges, was sich ergänzt. Hier begegnen sich eine ehrliche Sehnsucht, die des Hochsensiblen, und eine fast schon kriminell manipulative Manipulationsabsicht, nämlich die des Narzissten. Und während der Narzisst das Drehbuch kennt, während er alles in böser Absicht tut, öffnet der Hochsensible sein Herz und er glaubt an das Gute in seinem Gegenüber. Auch sehr intelligente Hochsensible, auch solche mit guter Menschenkenntnis, die fallen oft auf Narzissten rein. Und ich muss es einfach sagen, es liegt nicht an ihnen, es liegt nicht an den Hochsensiblen, es liegt an den Narzissten. Denn wer sein seelisches Fenster gekippt lässt, der trägt deshalb doch nicht die Schuld an einem Einbruch mit verheerenden Folgen. Wir dürfen nie vergessen, dass der Narzisst in diesem Fall der Täter und der Hochsensible das Opfer ist. Und jetzt sage ich Ihnen ganz genau, was Sie tun können als hochsensibler Mensch, um eine solche Situation zu vermeiden. Erste Warnung: Seien Sie wachsam, wenn Sie es mit einem Menschen zu tun haben, der Ihnen schon ganz rasch den Eindruck vermitteln will, dass er Sie tief versteht und Sie für etwas ganz Besonderes hält. Natürlich kann das auch eine ehrliche Rückmeldung sein, aber wenn es übertrieben schnell passiert, wenn Sie jemand schon nach kürzester Zeit als Seelenverwandten oder gar Liebe seines Lebens bezeichnet, dann ist Vorsicht angebracht. Denn der echte Seelenverwandte eines Hochsensiblen, der naturgemäß selbst hochsensibel ist, der bräuchte für solche Bekenntnisse deutlich mehr Zeit. Zweite Warnung: Übergehen Sie niemals ein schlechtes Gefühl. Wenn Sie in einer solchen Beziehung den Eindruck haben, der andere habe Sie angegriffen, beleidigt oder ungerecht behandelt, dann entschuldigen Sie den anderen nicht. Dann halten Sie bitte Ihre Gefühle nicht für übertrieben, sondern dann sollten Sie Ihren Gefühlen nachgehen und es dem anderen mitteilen, zum Beispiel: Ich habe deine Aussage als sehr kränkend empfunden und ich erwarte von dir, dass du respektvoll mit mir umgehst. Wenn es der andere gut mit Ihnen meint, wenn er kein Narzisst ist, dann wird er solche Aussagen ernst nehmen und solche Grenzen respektieren. Und jetzt noch meine dritte Warnung: Wenn Sie sich in einigen Situationen sprachlos fühlen oder in Kontakt zu Ihren Gefühlen verlieren, dann dürfen Sie sich der Situation nicht länger aussetzen. Etwa, dass der andere Sie beschimpft oder auch angreift. Dann ziehen Sie sich bitte zurück, und zwar so lange, bis Sie sich innerlich gesammelt haben. Und dann beim nächsten Kontakt sprechen Sie Ihre Gefühle aus und sagen ganz deutlich, was Sie sich nicht länger gefallen lassen. Am Ende wird immer dieselbe Entscheidung stehen. Sie müssen sich von dem Narzissten trennen. Es ist eine Beziehung wie zwischen Katz und Maus. Die Katze profitiert und die Maus, die wird aufgefressen. Ganz egal, was die Maus auch tut, um die Katze für sich zu gewinnen. Es liegt in der Natur der Katze, Mäuse zu fressen. Und es liegt in der Natur des Narzissten, nahe Menschen zu kränken, sie zu demütigen, sie zu manipulieren. Beenden Sie eine solche Beziehung, wenn Sie die dazu nötige Disziplin entwickeln wollen, und zwar verblüffend einfach, dann habe ich ein Geschenk für Sie. Mein Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort erfahren Sie, wie es Ihnen mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag gelingt, eine völlig neue Stärke zu entwickeln, unter anderem um Narzissten abzustoßen und konstruktive Menschen in Ihr Leben zu ziehen. Klicken Sie jetzt hier den Link zum Webinar und nutzen Sie den Kurs, solange er noch kostenlos ist. Und noch ein Videotipp: Ich verrate Ihnen, wie Sie einen Narzissten mit einem einzigen Satz zum Zittern bringen. Schauen Sie es unbedingt an, wir blenden es ein. Abonnieren Sie den Kanal unbedingt mit Glocke, nur dann bekommen Sie bei jedem neuen Video eine Nachricht. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle.